Die Zukunft des Bauens beginnt in der Blauen Lagune. Im neuen Bauzentrum werden neueste Systeme und Produkte rund um Bau, Sanierung, Ausstattung und Co. in ihrer Anwendung gezeigt, umfassende Beratungsleistungen geboten und die Immobiliensuche samt Bemusterung zum zeitsparenden Vergnügen. Der Spatenstich zum neuen Bauzentrum macht dabei den Anfang. Der Grundgedanke war der, warum bringt man nicht an einem Platz alles zusammen, was zusammengehört? Das ist Bau, Bauprodukte, Architekt, Immobilienbranche und last but not least das Facility Management. Für mich war es seit Jahrzehnten paradox, dass alle getrennt auftreten, getrennte Veranstaltungen haben, obwohl sie eigentlich untrennbar zusammengehören. Und somit habe ich gesagt, das gibt es nicht, also müssen wir es machen. Das Bauzentrum wird eine Plattform werden, wo alle Themen des Bauens nicht nur digital oder in Katalogen, sondern auch analog nachgebaut dargestellt werden. Es wird ein Rundgang über alle Innovationen aus der Bauproduktion werden. So eine Zusammenführung mehrerer Gewerke war schon längst notwendig. Sowohl private als auch Unternehmer werden hier die optimale Lösung für ihre Projekte finden. Also wir glauben an die Idee. Wir glauben auch, dass der Bedarf da ist. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir unterstützen das Projekt. Einerseits dadurch, dass wir uns in einem Shop einmieten und auch Aussteller sind. Und auf der anderen Seite, dass wir hier auch das Facility Management, also die technische Betreuung der gesamten Anlage durchführen dürfen. Ich denke, es hat einen großen Mehrwert, weil wir sind eine der Gemeinden mit den regsten Bautätigkeiten. Also mein Bauamt ist wirklich ausgefüllt mit Anträgen. Und wenn man so ein Zentrum eigentlich im Ort hat, dann kann das nur gut sein. Es wird für meine Bauabteilung gut sein, es wird für unsere Kunden gut sein. Wir haben sehr viele Betriebe im Ort, über 700 Betriebe. Auch die werden sich, denke ich mir, hier Anregungen holen. Also ich denke mir, das wird wirklich ein Umschlagplatz für nachhaltiges Bauen sein. Das Bauzentrum steht unter dem Motto eine Innovation für Europa. Das Thema Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben. Der Erich Benischek lässt dieses Zentrum zertifizieren. Gemäß ÖGNE angestrebt ist das Platin-Zertifikat. Und hier haben wir eine große Chance, auch dem Konsumenten, dem Bauträger, eine Möglichkeit zu geben, das Nachhaltige vom nur behauptet Nachhaltigen zu unterscheiden. In der Blauen Lagune sind noch weitere Projekte geplant. Ein bisschen wurde da schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Es wird dann noch kommen ein neues Infocenter als Ersatz für das alte Infocenter, weil sich natürlich die Bedürfnisse des Marktes verändert haben. Es wird ein eigenes Seminar-Konferenzzentrum geben. Das hängt einfach mit meiner Überlegung zusammen, dass ich alle Bereiche, die mit dem Bauen, Wohnen, Immobilien zusammen auf einen Platz mache, auch die wichtigsten Konferenzen logischerweise. Und last but not least wird es auch eine Showcase geben. Ich habe es einmal gedacht, dass Kompetenzen für Hotelgewerbe, Städtebau. Da kommt noch einiges auf die Blaue Lagune zu. Das neue Bauzentrum soll im Herbst 2020 seine Pforten öffnen.